Ihr wollt mal wieder eine neue Info über die neuen Doktors verfolgen? Ihr bekommt eine neue Info. Hallo ihr Lieben und danke fürs lange Ausharren und vor allem geduldig sein. Ich finde das total lieb von euch, was ihr immer für Kommentare schreibt. Ihr übt überhaupt keinen Druck aus, wirklich nicht. Und schreibt immer so ganz liebe Sachen wie, ja, es soll halt besonders gut werden, da warte ich gerne länger und so. Und das, danke dafür auf jeden Fall. Das fand ich richtig, richtig toll, wie ihr damit umgeht. So, und zum Dank werde ich euch jetzt die Wartezeit mal mit einer neuen Info wieder füllen. Ich habe ja in einem der letzten Videos den ersten Darsteller bekannt gegeben. Heute will ich mal bekannt geben, wer für den Soundtrack verantwortlich ist. Ja, es wird einen Soundtrack speziell für diese Doktessa-Folgen geben. Gut. Wahrscheinlich wird euch jetzt, ist das eine größere Überraschung für euch, dass es einen speziellen Soundtrack geben wird, als dass wer diesen Soundtrack macht, der ein oder andere wird das jetzt wahrscheinlich sich schon denken können, aber ich gebe ihn jetzt mal bekannt, und zwar ist das mein guter alter Freund Marty Fischer. Marty Fischer wird den Soundtrack zu den drei Doktessa-Folgen machen, er ist auch schon mitten dabei. Letzten beiden Tage durfte ich ihn sogar dabei zugucken und ich muss sagen, er macht so großartige Arbeit da. Also er ist einfach, und ich kann es nicht in Worte fassen, ihr merkt es schon, er ist so gut. Gut, würde er früher mal sagen. Er ist wirklich, wirklich, wirklich gut und ich bin so begeistert und ich freue mich so. Und deswegen habe ich auch noch so diesen Energieschub von gestern, als ich ihm gestern zugesehen habe. Oh, danke Marty, wenn du das hier siehst. Ich liebe dich, echt. Es ist so schön. Und ich hoffe, ihr werdet es auch genießen. Und natürlich sind die Folgen dann mal eben so kurz weggeguckt. Aber guckt sie am besten immer und immer wieder. Und guckt sie einmal und achtet nur auf den Soundtrack. Das ist so eine Arbeit. Das ist so krass. Er spielt wirklich jedes einzelne Instrument spielt er ein. Und das klingt einfach so fett und so mega. Und naja. Egal, ich will noch gar nicht viel mehr davon erzählen, mehr kann ich auch gar nicht erzählen. Ihr müsst es einfach selber sehen und das werdet ihr, ich hoffe in naher Zukunft, auch tun. Ich habe jetzt tatsächlich meine ganze Arbeit daran getan. Es ist alles fertig, kann ich hiermit noch verkünden. Und weil einige kriegen vielleicht Panik, die haben mitgekriegt, ich gehe wieder auf Tour. Letztes Mal bin ich ja auch 7 Monate auf Tour gewesen und deswegen habe ich dachte, ich kann an Doktessa arbeiten, aber ich konnte es 7 Monate nicht. Ich bin halt wirklich jeden Tag woanders an einem anderen Ort in diesen 7 Monaten. Und so wird es auch jetzt sein. Ich bin ab Oktober jetzt wieder 7 Monate auf Tour. Aber da braucht ihr diesmal keine Angst haben, denn Marty hat jetzt alles und wird mir das dann auch auf Tour einfach schicken können und ich kann es von der Tour aus dann nur noch hochladen. Ich muss da wirklich nichts mehr machen und deswegen freut euch einfach. Ich freue mich auf jeden Fall. Und falls ihr verpasst habt, welchen Darsteller ich schon bekannt gegeben habe, ne, klickt mal hier drauf auf das Video. Dann erfahrt ihr es. Bis dann.